Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren, ja, bei einem weiteren Video im Rahmen der 42-tägigen Selbsterkenntnisreise. Und heute möchte ich anschließen an mein letztes Video, was ich alleine gedreht hatte, denn da hatte ich erklärt, wie du sehen kannst, ja, ob die Astrologie bei dir angelegt ist oder nicht. Vorab ganz kurz, natürlich können der Gerhard und ich dir mit diesen Videos bestimmte Hinweise geben, bestimmte Techniken an die Hand geben, bestimmte Erklärungen zeigen, wie du etwas aus deinem Horoskop heraus deuten kannst, um etwas über dich zu erfahren. Aber bitte mache dabei nicht den großen Fehler, dass du denkst, nur weil du jetzt eine einzelne Technik von uns mitbekommen hast, dass dies letztlich die große Aussagefähigkeit hat. Denn sonst müsste man kein ausführliches Horoskop deuten. Denn sonst gäbe es keine Ausbildung, längere Ausbildung, die man bräuchte, bis man ja die vedische Astrologie anwenden kann. In Indien selbst ist das sogar ein Studiengang. Das bedeutet, natürlich versuchen wir dir hier erste Impulse zu geben, dich neugierig auf die vedische Astrologie zu machen. Aber denke nicht, weil du eine Technik jetzt gelernt hast oder beherrscht hast, dass das das vollständige Bild ist. Trotzdem möchte ich jetzt hier nochmal genauer auf den Ketu eingehen. Der Ketu zeigt den Astrologen oder die Astrologin an. Das ist eine bestimmte Astrologieart, die Jaimini-Astrologie, die hier mit dem Ketu arbeitet. Und da gibt es verschiedene Häuser, die ein Talent anzeigen können. Ich werde das jetzt gleich im Detail erklären. Doch wie gesagt, selbst wenn du das jetzt lernst und wenn du das für dich nachprüfst, dann siehst du, okay, ich habe das Talent für die Astrologie anhand dieser Methode oder ich habe es nicht. Das ersetzt aber zum Beispiel kein vollständiges Berufshoroskop, denn solltest du zum Beispiel nach dieser Methode das Talent für die Astrologie nicht haben, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten, wie sich das zeigen kann. Wie zum Beispiel, wenn das achte Haus bei dir dominant ist oder du in Verbindung mit dem Herrscher des achten Hauses stehst oder wenn das neunte Haus dominant ist oder dein Persönlichkeitsfaktor, einer deiner Persönlichkeitsfaktoren mit dem neunten Haus zusammensteht. Das neunte Haus steht für höheres Wissen, für Weisheitslehren, kann auch die Astrologie anzeigen. Das achte Haus steht für Forschung, Mystik, Esoterik kann auch die Astrologie anzeigen. Ich will dir nur klar machen, dass du nicht denken solltest, okay, jetzt habe ich eine Sache in einem Video gesehen und jetzt weiß ich alles und das ist das vollständige Bild. Dem ist nicht so. Trotzdem wenden wir uns jetzt dem Ketu zu. Das wurde vermisst im letzten Video und so möchte ich es euch gerne noch geben. Für diejenigen, die sich dafür interessieren. Und jetzt werde ich Schritt für Schritt ganz langsam diese Technik vorstellen, diese Methode, damit auch du für dich prüfen kannst, ob du anhand der Jaimini-Astrologie das Talent für die Astrologie mitbringst oder vielleicht auch nicht. Also, wer spielt hier eine Rolle? Das ist der Ketu. Und er sollte sich als Talent bei dir zeigen. Als erstes brauchst du natürlich erstmal deine Planetenstände. Wie du dir diese berechnen kannst, dafür klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den Link, um dir dein Geburtsbild gratis selbst zu errechnen. Bei diesem Gratis-Geburtsbild weiß ich jetzt nicht, was du alles siehst, ob du auch die Unterhoroskope siehst, die wir hierfür brauchen. Das ist das sogenannte Navamsa oder das neunte Unterhoroskop und das sogenannte Dasamsa, das zehnte Unterhoroskop. Wenn du diese Unterhoroskope in dem, ja, Gratis-Geburtsbild, was du dir selbst errechnest, nicht sehen kannst,
dann musst du das erstmal beiseite lassen und mit dem arbeiten, mit deinem großen Geburtshoroskop, mit dem D1 arbeiten. Also, wir beginnen. Was brauchen wir? Wir brauchen als erstes deinen Atma-Charaka. Das ist dein Seelenplanet. Den von dem aus müssen wir zählen. Wo findest du deinen Atma-Charaka? Ich schau mal. Ja, da ist meine Maus. Und da ist irgendwo auf deinem Ausdruck. Ich habe jetzt hier natürlich die Software geöffnet. Das kann bei dir im Ausdruck anders aussehen, aber irgendwo steht da AK und der Planet darunter, das ist dein Seelenplanet. Ich habe jetzt hier als Beispiel Horoskop den Johann Wolfgang von Goethe genommen und ich möchte schauen, ob beim Herrn Goethe Ketu ein Talent für die Astrologie mitbringt oder nicht. Das ist das Beispiel und du prüfst das dann bitte bei dir. Also finde als erstes mal deinen Seelenplaneten raus, dein Atma-Charaka. Dann schreibst du den dir auf ein Papier erstmal nieder. So, den zweiten Faktor, den wir brauchen, das ist dein sogenanntes Pada. Das Pada findest du, wenn du in deinem Horoskop das Haus suchst, wo AL drin steht, die Abkürzung AL. Das ist dein sogenanntes Pada. Beim Herrn Goethe fällt das Pada in das Zeichen Fische. Das wäre jetzt das Pada beim Herrn Goethe. Bei dir such es bitte. Dort, wo AL steht, das ist dein Pada. Und notiere dir dieses Sternzeichen, also dein Sternzeichen, wo das Pada zu finden ist. Dann brauchen wir auch noch das Upapada. Also Atma-Charaka, Pada, Upapada sind wichtige Faktoren, die mit deiner Persönlichkeit zu tun haben und deswegen brauchen wir diese. Das Upapada musst du dir selbst errechnen. Wie machst du das? Dort in dem Haus, wo eine 10, eine blaue 10 zu finden ist, die 10. Häuserspitze ist das, schaust du, was für ein Sternzeichen ist in diesem Haus zu finden. In diesem Fall haben wir hier die Jungfrau. Jetzt musst du wissen, welcher Planet regiert über die Jungfrau. Das ist der Merkur. Jetzt muss ich suchen, wo steht der Merkur? Und das hier ist die Abkürzung für Merkur oder das Symbol für Merkur. Er kann auch abgekürzt werden mit ME. Und jetzt gehe ich hier, und wenn ich jetzt zähle, die ganzen Häuser durchzähle, dann merke ich, dass der Merkur im 12. Haus von der Jungfrau steht. Und jetzt muss ich vom Merkur aus nochmal die gleiche Zahl zählen, also wieder die 12. Und dann habe ich den Krebs. Den Krebs notiere ich mir jetzt beim Herrn Goethe, denn der Krebs, da in dieses Zeichen fällt jetzt das sogenannte Upapada. Okay, also ich habe jetzt hier Krebs Upapada, Fische Pada und AK Seelenplanet ist die Venus. Das sind die drei wichtigen Faktoren. Im Unterhoroskop D9, das erkennst du, in der Mitte steht eine 9, das ist das Navamsa. Dort schaue ich nur nach dem Atma-Charaka, nach der Venus in dem Fall. Was wir damit tun, sage ich dir gleich noch. Aber als erstes erstmal die Erklärung, nach was wir überhaupt schauen müssen. Und im D10, im Unterhoroskop 10, dort suche ich auch nach der Venus. Okay. Also wir haben fünf Faktoren, die wir bewerten müssen. Dreimal den Seelenplaneten in drei verschiedenen Horoskopen, in zwei Unterhoroskopen und im ersten Geburtshoroskop. Und wir haben das Pada und das Upapada. Jetzt müssen wir zählen. Jetzt müssen wir zählen. Also, wir beginnen mit dem Seelenplaneten. Und jetzt gibt es eine wichtige Regel, wie du zählst.
Wenn der Seelenplanet in einem geraden Sternzeichen steht, also 2 Stier, 4 Krebs, 6 Jungfrau, 8 Skorpion, 10 Steinbock, 12 Fische, dann bitte nicht vorwärts zählen, sondern immer rückwärts zählen. Die Regel ist also, solltest du dir auch notieren, weil sonst rechnest du deine Talentehäuser verkehrt aus. Bei geraden Sternzeichen immer rückwärts zählen, bei ungeraden Sternzeichen immer vorwärts zählen. Die Waage zum Beispiel ist die 7, ist eine ungerade Zahl, also würde ich hier nach vorne zählen. Bei der Jungfrau zähle ich rückwärts. Vier Häuser spielen eine wichtige Rolle, wenn es um die Talente geht. Das erste Haus, in dem der Seelenplanet selber steht. Dann, ich muss rückwärts zählen, das zweite Haus. Hier befindet sich jetzt das Sternzeichen Löwe. Das dritte Haus spielt eine Rolle. Das vierte Haus ist unwichtig, interessiert nicht. Und das fünfte Haus spielt eine Rolle. Das bedeutet, Planeten, die im ersten Haus, im zweiten Haus, im dritten Haus und im fünften Haus vom Seelenplaneten aus gezählt sich befinden, stellen ein Talent bei dieser Person dar. Und je nachdem, um was für Planeten es sich handelt, kann ich daraus ableiten, was für Talente. Das ist jetzt aber nicht wichtig, denn wir schauen ja nur nach dem Ketu. Des Weiteren wird noch einmal unterschieden. Planeten, die sich im ersten und im fünften Haus befinden, stellen die stärksten Talente dar. Planeten, die sich im zweiten Haus befinden, sind schon etwas abgeschwächt von ihrer Wirkung, sind immer noch ein Talent, aber nicht mehr ganz so stark wie im ersten und fünften Haus. Und Planeten, die sich im dritten Haus befinden, ja, die sind nochmal abgeschwächt. Ja, da ist zwar noch ein Talent, aber nicht so stark wie im zweiten und schon gar nicht so stark wie im ersten oder fünften Haus. Also auch da kannst du eine Wertung, eine Wichtigkeit der Talente vornehmen. Ganz konkret bei Goethe, der Seelenplanet ist die Venus. Die Venus ist hier. Das ist das erste Haus. Wir suchen nach dem Ketu. Dort sehen wir ihn nicht. Im zweiten Haus von der Venus, wir müssen rückwärts zählen, weil die Venus steht in der Jungfrau. Das ist ein gerades Zeichen, also muss ich rückwärts zählen. Im zweiten Haus steht der Merkur. Der interessiert uns nicht. Aber im dritten Haus, hoppla, da haben wir den Ketu. Das dritte Haus, ja, ist nicht so ein starkes Talentehaus, aber immerhin, der Ketu taucht jetzt schon zum ersten Mal auf bei Goethe als ein Talent und der Ketu bringt das Talent für die Astrologie, Mathematik und Astronomie mit sich. Das war jetzt ein Faktor. Jetzt haben wir den Seelenplaneten betrachtet. Jetzt möchten wir das Pada betrachten. Und zählen nach der gleichen Art. Das Pada fällt bei Goethe in das Zeichen Fische. Das ist ebenfalls ein gerades Zeichen. Also was tun wir? Wir zählen rückwärts. Im ersten Haus, in Fische, ist der Ketu nicht zu finden. Im zweiten, im Widder auch nicht. Im dritten ist Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade einen Fehler gemacht. Siehst du, so schnell geht das, wenn wir nicht aufpassen. So schnell geht das. Ich muss rückwärts zählen, nicht nach vorne. Rückwärts zählen, ganz, ganz wichtig. Also, wenn ich rückwärts zähle vom Zeichen Fische, dann komme ich im zweiten Haus in den Wassermann. Im dritten Haus ist der Steinbock. Das vierte Haus interessiert nie bei dieser Bewertung. Und im fünften Haus im Skorpion, dort haben wir den Saturn, aber keinen Ketu, denn der ist ja hier drüben. Das bedeutet, vom Pada aus gesehen spielt der Ketu keine Rolle.
tauchte er nicht auf als Talent. Also haben wir ihn bis jetzt einmal vom Seelenplaneten ausgezählt. Dann spielt die dritte wichtige Rolle im Geburtshoroskop das sogenannte Upapada. Das haben wir uns vorher ausgerechnet und das Upapada fällt in den Krebs. Der Krebs ist ein gerades Zeichen. Also was machen wir? Wir zählen rückwärts. Aber ich brauche jetzt gerade nicht weit zählen, denn im Krebs, im Upapada selbst, ist der Ketu zu finden. Der Krebs stellt das erste Haus dar vom Upapada. Das erste Haus ist auch zusammen mit dem fünften Haus das stärkste Talentehaus. Das bedeutet, hier ist der Ketu jetzt sogar sehr stark als Talent zu sehen. Jetzt haben wir schon zweimal bei Goethe das Talent für die Astrologie. Einmal etwas abgeschwächt, vom Seelenplaneten ausgezählt und vom Upapada ausgezählt sogar sehr stark, denn er steht im ersten Haus. Herr Goethe, ob er das wusste, ob er sich mit der Astrologie beschäftigt hat, so genau weiß ich das jetzt nicht. Ich habe jetzt seine Biografie nicht so studiert, aber laut seinem Horoskop bringt er das Talent mit sich. Die zwei wichtigen Unterhoroskope, die wir hier auch noch betrachten möchten, ist das D9, das sogenannte Navamsa. Und hier suche ich nur nach dem Seelenplaneten. Der Seelenplanet bei Goethe ist die Venus. Die Venus steht hier im Löwen. Der Löwe ist ein gerades Zeichen. Das bedeutet, von hier zähle ich vorwärts. Danach kommt, also das zweite Haus ist die Jungfrau, im dritten Haus ist der Mond und das Zeichen Waage, viertes Haus interessiert mich bei dieser Bewertung und im fünften Haus, hoppla, wen haben wir da? Das ist der Ketu. Und das erste und das fünfte Haus, das zeigt ganz stark ein Talent an. Erinner dich, hier tauchte er schon einmal auf im ersten Haus. Hier taucht er jetzt im fünften Haus auf und einmal war er auch im dritten Haus. Dreimal haben wir jetzt schon den Ketu. Und das letzte, wo wir nachschauen, ist das Unterhoroskop D10. Da suchen wir wieder nach der Venus. Die Venus ist hier in der Jungfrau. Die Jungfrau ist ein gerades Zeichen, also müsste ich rückwärts zählen. Aber ich brauche gar nicht weit zählen, denn schau mal, wer mit der Jungfrau im gleichen Haus steht. Also im ersten Haus zusammen mit dem Seelenplaneten, wer steht da? Der Ketu. Ich habe den Goethe wahllos ausgesucht, ich habe es vorher nicht geprüft, aber schau mal, was für ein starkes Talent der Goethe für die Astronomie, für die Astrologie und die Mathematik mit sich bringt. Ja, für jemanden, der ganz neu bei der Astrologie ist, mag diese Technik nicht ganz einfach sein. Und wenn du nicht klarkommst mit dieser Deutung hier, versuche es bitte. Schau dir das Video ganz langsam an, schreibe dir die Schritte einzeln raus. Wenn du aber nicht klarkommst, dann helfe ich dir gerne weiter. Du findest unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung zum einen einen Link, wie du dir gratis dein Geburtsbild errechnen kannst, damit du das hier für dich nachprüfen kannst. Du findest dort auch meine E-Mail-Adresse. Versuche es bitte zuerst selbst. Wenn du nicht weiterkommst, dann schreibe mir und sage mir exakt, wo ich noch etwas genauer erklären soll oder wo du irgendwo feststeckst, dann helfe ich dir, wie gesagt, gerne weiter. Und so hoffe ich, dass jetzt ja einige mit dieser einzelnen Technik etwas anfangen können. Findet sich das Talent nicht, gibt es immer noch andere Möglichkeiten und deswegen braucht man letztlich ein vollständiges Horoskop oder man sollte beim Gerhard selber
ja, in der Tiefe die vedische Astrologie studieren, wo es nicht nur um eine Technik geht, sondern wo du ganz, ganz viele Techniken lernst, damit dadurch mit der Zeit ein größeres Bild für dich entsteht. Mehr zum Gerhard, seiner vedischen Astrologie-Online-Schule, mehr zu mir, meiner Webseite mit den verschiedenen vedischen Horoskopen. Auch das findest du unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude und auch viel Geduld beim Errechnen deines Talents für die Astrologie. Ich glaube, im Kurzen werde ich nochmal, dass es vielleicht doch noch ein bisschen auch geschrieben irgendwo steht, unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung nochmal ein paar Sätze mit dazu tun, sodass dir diese doch auch helfen, leichter das Ganze nachvollziehen zu können. Gut, in diesem Sinne, alles Liebe und auf bald!